Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Albo und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil meines Loadouts 2017, wo ich die Ausrüstung auch noch teilweise auf die ersten Touren in 2018 mitnehme. Heute dreht sich alles um den Rest vom Rucksack, was noch drin ist, so kleine Supply-Gegenstände und natürlich den Rucksack selber. Viel Spaß mit dem Video. Alle Links zu den Ausrüstungsgegenständen, bevor ihr fragt, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Da habe ich eine komplette Liste von allem, was ich so benutze. Natürlich auch zum Beispiel Ausrüstung zum Film. Mein All-Time-Favorite-Rucksack ist immer noch der Taschef Mount. Den nehme ich natürlich nicht auf jede Wanderung mit. Das ist ein 100-Liter-Rucksack. Der ist natürlich viel zu groß für jetzt so eine normale Trekkingtour. Da braucht man keine 100 Liter. Das ist mehr so bei Bushcraft-Treffen und so weiter und so fort dabei. Ich habe ihn jetzt dabei, weil ich sonst so viel Ausrüstung, wie ich euch gerade vorstelle, überhaupt nicht mitschleppen kann. Ich habe mir einen neuen ausgeguckt, einen 70-Liter-Rucksack von Taschef. Und den werde ich mir wahrscheinlich demnächst besorgen und dann auf die erste Tour mitnehmen, was wahrscheinlich der Heidschnuckenweg werden soll. Ich muss mich da noch ein bisschen informieren, aber das ist die Tendenz, in die es geht. Ja, übrigens, glaube ich, genauso lange wie tatsächlich der Westweg. Also da habe ich mir mal wieder was vorgenommen, vor allen Dingen zu der Jahreszeit. Gucken wir mal, wie das alles läuft. Den Taschef Mount werde ich euch hier nicht speziell vorstellen. Ich habe dazu schon mal ein eigenes Video gemacht. Schaut dafür einfach hier oben aufs Aufrufezeichen. Dort findet ihr dann dieses spezielle Video, das sich nur um diesen Rucksack dreht. Ja? So, was wir überhaupt noch nicht behandelt haben im Loadout, ist das Thema Hygiene. Das hier ist mein Hygiene- und Medikamentenbeutel. Der ist wasserdicht und da ist alles drin, was man so braucht. Ja? Zahnbürste mit Zahnpasta, ja? Die Feuchttücher, die ich zum Waschen unterwegs, zur Katzenwäsche benutze. Ja? Also wenn es mal sehr sommerig, schwitzig ist, ja, dass man sich abends ein bisschen reinigen kann, wenn man jetzt nicht gerade an einem Fluss oder an einem See lagert oder sonst irgendwas in der Richtung. Ja? Die klassische Hirschteilcreme mit Aloe Vera, die ich total gerne habe, auf die ich mittlerweile schwöre. Ja? Immer wenn irgendwas angeraut ist oder so, kann man das mitnehmen. Dann habe ich hier noch einen Kamm. Mal mit reingetan, den habe ich nicht immer mit, aber ne? Einfach mal ein bisschen gucken. Dann ganz wichtig, einfach eine Beta-Isodona-Salbe, ja, eine Jod-Salbe in dem Sinne. Und zwar immer, wenn irgendwas entzündet ist oder so. Und das kann sehr nerven, wenn ein Zehennagel entzündet oder so, dass du das behandeln kannst. Ja. Dann noch persönliche Medikamente, die ich euch jetzt nicht zeige, und einen kleinen Nagelknipser, weil ich habe gemerkt, auf Touren, die dann schon so 10 Tage oder so gehen, ist so ein Nagelknipser schon mal richtig geil. Ne? Dann noch ein paar Kopfschmerztabletten und was man so alles gebrauchen kann. Ja. Also hier ist alles drin, was so für die medizinischen und hygienischen Grundbedürfnisse, da müsst ihr ja auch immer ein bisschen selber gucken, was ihr dafür braucht und was ihr auch haben wollt als Komfort drin, was man halt so mitnehmen kann, gebrauchen kann in dem kleinen Extra-Packsack. Ja. So Packsäcke finde ich sehr gut, um ein bisschen Ordnung reinzubringen, Dinge wasserdicht, ja, auch vor Dreck zu schützen und so weiter und so fort. Einfach mit drin im Rucksack und dann hat man immer kein Problem. Abends, wenn es an die Hygiene geht, ja, holst du das Ding raus, machst du einmal auf, ne, guckst du rein, okay, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Und dann machst du deine Hygienesachen, ja, was man halt so abends macht. Mit einer der wichtigsten Sachen, besonders bei den Wetterbedingungen, die wir im Moment haben, aber es kann auch einfach immer mal wieder vorkommen, ist ein Poncho. Dort gibt es natürlich verschiedene. Ja, ich habe hier einen relativ günstigen und leichten Poncho mir mal gekauft für knapp 20 Euro. Und den kann man auf eine angenehme Größe zusammenstauchen und einfach immer außen an irgendeiner kleinen Tasche, ich habe es ja hier hervorgeholt, am Rucksack benutzen. Den Poncho habe ich euch mal in einem Flottendreier vorgestellt, weil er günstig und gut ist. Aber man kann natürlich auch einen gebrauchten Militärponcho nehmen. Die sind auch absolut in Ordnung. Soweit ich mich aber erinnere, etwas schwerer. Also der Stoff ist noch, Stoff ist es ja nicht, ne? Also das Material ist noch etwas dicker, obwohl es auch dünner sein könnte. Aber das ist ja bei Armeesachen oft so, sie sind ein bisschen schwerer, dafür aber halt robuster. Da muss man halt wissen, was man möchte. Und so ein Poncho ist unverzichtbar. Ich habe auch mal überlegt, ob ich nicht anfange irgendwann mal,
einen Poncho mitzunehmen, der sehr groß ist, dafür aber das Tarp ersetzt. Da gibt es Lösungen, die kosten aber Geld. Und mit Geld meine ich ein bisschen mehr Geld. Da muss ich mal gucken. Auf Dauer werde ich mir auf jeden Fall so ein Ding anschaffen. Aber im Moment noch nicht. Vielleicht hat da ja einer von euch Tipps, hat da schon mal Erfahrung oder hat sich tatsächlich gerade einen, den er mir empfehlen kann oder ein Video, was er mir schicken kann, irgendwas in der Richtung, dass ich da in den nächsten paar Monaten, Jahren einfach mal gucke. Und dann, ja, das ist ja die bessere Lösung im Prinzip, ne? Man spart einen Ausrüstungsgegenstand, man spart auch ein bisschen Gewicht insgesamt. Es muss natürlich dann qualitativ sehr hochwertig sein, damit nirgendwo an Nähten vielleicht Wasser durchkommt oder sonst irgendwas. Und ein bisschen größer sein vor allen Dingen auch, weil wenn ich jetzt einen 3x3 Meter Tarp habe und dann steige ich wieder zurück auf so einen kleinen Poncho, den ich dann als Tarp benutze, dann macht das ja wieder mit dem Zelt keinen Sinn und. Also da muss man mal so ein bisschen gucken. Und ob man dann so einen großen Poncho auch tragen könnte, weil da vielleicht sonst auf dem Boden schleift. Das sind alle so Kleinigkeiten, ja? Muss man mal so ein bisschen gucken. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ein kleiner, sehr nützlicher Gegenstand ist diese Powerbank-Camping-Laterne. Die benutze ich jetzt schon 2 Jahre lang ungefähr. Was ist so mit der Vorteil? Also ich habe hier oben zum Beispiel noch so einen kleinen Ringkabel rangemacht, dass ich an jeden Haken, an jeden kleinen Ast draußen das ranhängen kann, um den, ne, den Laterneneffekt auch zu haben. Naja, es ist erstmal gedimmt, das Licht, ne, kann man so durchschalten, stärker. Was ich sehr schön finde, ist, dass es einen kleinen Rotlichtmodus hat, ja, weil Rotlicht einfach angenehmer für die Augen ist. Das ist einfach so. Zum Einschlafen vor allen Dingen auch, ja, wenn man gerade noch so die letzten Sachen irgendwie so im Schlafsack macht oder so, dann ist es angenehmer, so ein kleines Rotlicht zu haben, als so ein richtig helles Licht. Ja. Das hat auch noch so Modi wie Blinken hier und noch so ein SOS-Modus und was weiß ich. Und es ist halt auch noch so eine kleine integrierte Powerbank, die stoßfest und wasserdicht ist und all solche Geschichten. Also so ein kleiner Gegenstand, der einfach mehrere Aufgaben erfüllt, ja. Und deshalb durchaus praktisch, habe ich immer mal gerne dabei. Vielleicht nicht auf jeder Tour, wo ich ultralight unterwegs sein möchte. Ja, es ist immer so ein Mittelding, weil ultralight, da spart man ja alles. Da würde ich halt, nehme ich das nicht mit. Ja. Aber natürlich bei allen anderen Touren nehme ich das dann natürlich mit. Ein kleines Handtuch, auch zu gebrauchen als Unterlage für die Kamera, wenn man sie auf den Boden legt, um das Essen draufzulegen, ja, um irgendwas abzudecken, wenn es gerade mal nieselt oder sonst irgendwas. Was ist das? Ein Mikrofaserhandtuch, wiegt fast gar nichts, ja, so vielleicht 100 Gramm oder so, lässt sich schön zusammenfalten. Wird schnell wieder trocken, hat irgendwie im Doppelpack 10 Euro gekostet. Es gibt davon noch so ein blaues Gegenstück und ist halt einfach praktisch dabei zu haben. Ja? Immer so ein Stück Stoff allgemein extra dabei zu haben, ist sowieso immer sehr praktisch. Muss man sich natürlich überlegen, ob man das Zusatzgewicht haben möchte. Wenn ich auf Ultralight unterwegs bin, habe ich es nicht mit. Wenn ich irgendwas anderes mache, habe ich es mit. Und besonders natürlich, wenn ich in Erwartung bin, entweder nass zu werden, weil Regen oder weil ich schwimmen gehen möchte. Ja? Gibt es mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Man kann es auch als so zusammengefaltet unter das Knie legen, wenn man sich für längere Arbeiten irgendwo hinstützen möchte. Man kann es als Kopfkissenauflage nehmen, für jetzt zum Beispiel das aufblasbare Kopfkissen und. Ja, da gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, einfach praktisch so ein kleines Teil. Und es wird halt dann schnell trocken, weil es halt ein Mikrofaserhandtuch ist. Ne? Nicht so wie jetzt ein Baumwollhandtuch, was natürlich ein bisschen saugfähiger und meiner Meinung nach auch angenehmer ist, weil so ein Mikrofaserhandtuch, das fühlt sich schon ein bisschen komisch auf der Haut an. Ja? Aber so ein Baumwollhandtuch kriegst du natürlich auf Tour, außer es ist sehr warm draußen oder es scheint sehr doll die Sonne, kriegst du ja nie wieder richtig trocken. Kannst ja vergessen. Deshalb ist so ein Mikrofaserhandtuch für unterwegs, ja, für draußen ist einfach besser. Dann habe ich natürlich noch immer ein Fixblade mit. Das ist natürlich immer so die Sache. Auf welches habe ich gerade am meisten Lust? Im Moment habe ich gerade das WTB Outdoor dabei. Ja, da kommt auch nochmal demnächst ein Video. Ich teste das gerade so ein bisschen. Ob das in Ordnung ist, ja, so wie ich alle meine Messer immer sehr viel teste und dann gucken wir mal. So ein stabiles Messer braucht man nicht immer, ist halt die Frage, ne? Auf jegliche Art von Bushcraft-Tour oder Touren, die nur so 3 Tage sind oder so, nehme ich immer ein Fixblade mit, ja, im Rucksack oder am Gürtel, je nachdem. Ob man es dann braucht, ist eine andere Sache,
Auf eine lange Trekkingtour nehme ich es nicht mit, sondern da nehme ich dann nur ein Multitool mit. Also entweder ein ganz kleines Schweizer Taschenmesser, so das typische Spartan, ja, das so kleine, oder mein All-Time-Favorite, allerliebstes, super tolles, ultra geiles, besser geht's kaum noch, Rangerwood. Dazu werde ich euch jetzt aber nicht nochmal was erzählen. Ich habe übrigens letztens gesehen, es gibt das Rangerwood in Grip, ja, also in Plastikgriffschalen, auch mit Zange. Aber dann ist es wohl so schwer und breit, dass sich das nicht lohnt. Ja, welcher Bereich fehlt jetzt vor allen Dingen noch ganz viel? Das ist der ganze Elektronikbereich. Da will ich euch gar nicht zu sehr mit nerven, weil das vielleicht nicht jeden interessiert. Werd das aber mal jetzt erst ein bisschen anreißen. Natürlich habe ich Powerbanks dabei. Und ich sage bewusst Plural, weil ich ja einmal die ganz große dabei habe, ja, die 20.000 mAh, und dann einmal die kleine, die ich euch ja gerade gezeigt habe, die ja auch eine Campinglaterne ist. Wenn ich jetzt auf einer Fernwandertour bin, ja, wo es um Gewichtseinsparung geht, dann nehme ich meistens nur diese kleine Action Cam mit. Damit habe ich zum Beispiel den Westweg gefilmt, den letzten, nicht den ersten, weil beim ersten Teil hatte ich auch noch die große Kamera mit der ich jetzt gerade filme. Ich bin gerade ein bisschen am Ausrüstungsupdaten, ja, weil das Ding hier, ich habe das sonst nur mit Kabelmikrofon betrieben, möchte aber ein Richtmikrofon haben, zumindest ein kleines, weil ich bin ja nie weit weg, ja, ich mache ja nur so in dem Sinne, ja, wie so ein Depp mit einem Selfie-Stick. Ich habe übrigens auch noch einen Selfie-Stick, aber der ist mir zu schwer. Ja, mal gucken, ob ich den nächstes Mal mitnehme, weil es ist schon angenehmer, damit zu filmen. Vor allen Dingen, wenn man dann so ein Richtmikrofon hat, muss ich mal gucken. Ne? Und das ist halt so, wenn ich auf Tour unterwegs bin und wenn ich halt nur sozusagen 2 Tage unterwegs bin oder sowas, dann nehme ich gern mal die Kamera oder halt für Ausrüstungsreviews oder für Loadout, so wie es jetzt gerade ist, eine Spiegelreflex mit einem richtigen Richtmikrofon und so weiter und so fort, mit einem richtigen Stativ. Ja. Da werde ich mir aber dem nächsten neues besorgen. Ich habe mir eins ausgeguckt, das hat nur eine Ausfahrhöhe von knapp 110 cm, also es ist gerade mal Hüfthöhe, aber wenn man sitzt, ist das ja egal, ja, was knapp 400 Gramm wiegt. Und das könnte ich mir überlegen, ob ich dann wieder öfter die Spiegelreflex mitnehme, weil dann sind die Bilder auch wieder schöner, wenn das Stativ nicht so viel wiegt. Weil das, was ich jetzt gerade habe, das wiegt ungefähr 1,5 Kilo. Werdet ihr dann bei der nächsten Tour sehen, wie was gefilmt ist und so weiter und so fort. Ja, dann natürlich noch die typische Jacke. Ja, die habe ich auch schon seit Ewigkeiten. Ja, das ist im Prinzip eigentlich eine Skijacke. Die habe ich, glaube ich, seit 8 Jahren oder so in Gebrauch. Jetzt ist hier unten ein bisschen was gerissen, deshalb bringe ich sie demnächst zum Schneider. Mal gucken, wie das dann wird. Und natürlich ein Schal, eine Mütze, ja, habe ich euch mal im Flottendreier vorgestellt, von Buff Merino-Wolle, das angenehmste, was man so am Körper tragen kann. Und ja, das sind so die größten Gegenstände, die ich so mit habe. Das ein oder andere habe ich natürlich mittlerweile doppelt, beziehungsweise ist kaputt gegangen und sonst irgendwas in der Richtung. Ich möchte mal ganz kurz mit euch über meine Ausrüstungsphilosophie sprechen, weil es auch wichtig ist, wie man mit seiner Ausrüstung umgeht. Und ich bin ein Mensch, der sehr bewusst mit seiner Ausrüstung schlecht umgeht. Natürlich ist schlecht immer Definitionssache, ja, also ich lüfte zum Beispiel Sachen schon komplett aus, wenn ich nach Hause bin, alles was nass ist, auch was trocken ist, hänge ich mindestens einmal über Nacht auf und so weiter und so fort, natürlich wird alles mehr oder weniger gereinigt und so weiter und so fort, aber ich bin der Ansicht, dass Ausrüstung, die es nicht aushält, wenn ich sie nach Natur in die Ecke schmeiße, ja, also nicht schön lege, sondern in die Ecke schmeiße und damit auch mal ein bisschen rabiater umgeht, also Ausrüstung, die das nicht abkann und die nicht auch mal ein bisschen Dreck abkann und so, das ist keine Ausrüstung, die ich lange haben möchte. Das hängt damit zusammen, dass ich mir möglichst wenig Gedanken um die Pflege und wie benutze ich jetzt, wie welche Ausrüstung machen möchte. Ich möchte robuste und einfache Gegenstände, die ich immer und überall benutzen kann. So spare ich mir nämlich einfach mir zu viel Gedanken zu machen um Sachen, über die ich mir keine Gedanken machen will. Weil ich möchte, wenn ich auf Tour bin und auch wenn ich wieder zu Hause angekommen bin von Tour, viel mehr um ganz andere Sachen Gedanken machen. Ja, ich mache mir Gedanken darum, wie kann ich etwas schneiden oder wie schön war dieser und dieser Ausblick oder dieses und jenes Konzept für ein neues Video und und. Das sind Sachen, über die ich nachdenken möchte. Ich möchte nicht darüber nachdenken, wie muss ich jetzt meine Ausrüstung behandeln, damit sie am wenigsten schnell kaputt geht oder Leid davon trägt sozusagen.
Ich kenne Leute, die machen das anders. Die benutzen gerne die Hightech-Ausrüstung schlechthin, die aber relativ anfällig ist. Und bei mir ist es halt ungefähr das Gegenteil. Ich mag auch keine Gegenstände neu kaufen in dem Sinne, wenn sie gerade erst auf den Markt gekommen sind, sondern ich gucke mir meistens Sachen erst an, wenn sie mindestens schon 2 Jahre auf dem Markt sind. Ja? Also wenn die Kinderkrankheiten sozusagen ausgeräumt sind. Kann jeder unterschiedlich halten. Ich halte es so. Sind wahrscheinlich einfach 2 unterschiedliche Philosophien, ne? Schreib mir doch mal in die Kommentare, was dann so deine Philosophie ist. Ob du gerne sozusagen so eine kleine Outdoor-Technik-Nerd in Anführungszeichen bist, der sich gerne die neuen Sachen kauft, oder guckst du lieber auf alte Ausrüstung, die nicht unbedingt gebraucht sein muss, aber die schon einige Jahre erprobt worden ist sozusagen von der Allgemeinheit der Outdoorer. Ja Leute, jetzt habe ich euch ganz schön viel erzählt über meine komplette Ausrüstung von 2017, die ich natürlich jetzt auch noch auf den ersten Touren 2018 mitbenutzen werde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus den ganzen Ausrüstungsgegenständen, die ich so benutze. Wenn ihr natürlich Fragen habt, einfach in die Kommentare damit. Ich kann euch zu allem, was ich zumindest benutze, und von vielem habe ich auch was gehört, einfach was in die Kommentare schreiben, was meine Meinung dazu ist. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Ausrüstungsvideos und kommenden Loadouts zu Touren mehr. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.